Wir haben heute frei und da waren wir beim Aha-Bräu. Das ist Andreas Hofer-Bräu, weil wir haben uns gedacht, es ist so heiß in Klausen. Da werden wir unserem lieben Gasselbräu mal etwas fremdgehen, in kühlere Gefilde. 34 Grad. Und so haben wir uns ein Auto geliehen und sind damit gen Norden gefahren, liebe Leute. Tut man ja nicht. War aber schön erfrischend. Und zwar sind wir in der Franzensfeste gefahren und wenn man von Franzensfeste noch nördlicher fährt, dann kommt man zu einem alten Hotel, Sachsenklemme genannt. Und da ist eine neue Brauerei direkt daneben, das Aha-Bräu. Heißt Andreas Hofer. Achtung, patriotisch wird's. Jawohl, ja. Der Andreas Hofer damals, ne, der Südtiroler Freiheitskämpfer, der ist nämlich zum Berg Isel mit seinen Tirolern gezogen und hat da die Franzosen ordentlich verdroschen. Und zwar dreimal hat der gute Mann das gemacht und hat dreimal gewonnen. Und nach dem dritten Male, als der Andreas Hofer wieder heimgekehrt ist, da hat er gehört, dass die Franzosen mit deren Verbündeten, den Sachsen, nämlich hinterherkommen. Dann hat er sich seine paar Leutchen geschnappt, also der Hofer Andreas, ist nordwärts und genau bei der Sachsenklemme, weil das ist dann nämlich so steil und ganz schmal unten. Da, wo steil, da hat der mit seinen Tirolern hat er da gewartet, dass die Franzosen vorbeiziehen und dann wollten die mit ganz großen Felsen und Baumstämmen nämlich tot machen. Und die Franzosen, die haben davon Wind bekommen, haben sich gedacht, haha, wir Franzosen, ne, wir sind ja nett. Nous ne sommes pas blöd. Nous sommes schlau. Und die haben einfach, die Sachsen haben die vorgeschickt und dann haben die Tiroler 500 Sachsen platt gemacht. Ja, und deswegen waren die Sachsen da in der Klemme und deswegen gab es dann danach eines der ältesten Hotels Südtirols und deswegen oder aus anderen Gründen gibt es da jetzt ein gutes, leckeres Bier. Und zwar verkoste ich heute mit meinem Christopher nämlich das Saisonbier von Aha, also Andreas Hofer, und zwar ist das ein Asia-Spezialbier. Da kam nämlich außer Hopfen noch ein bisschen Ingwer und Lemongras mit rein. Genau, so war das. Und da es geheißen hat, das ist ein schön leichtes Sommerbier, war ich natürlich wieder voll dabei. Weil erstens mag ich Bier und zweitens mag ich Sommer. Mandor, es ist Zeit, hat er gesagt. Der Hofer Andreas war das. Und ausschenken kann man das auch nicht. Schauk schon mal. Da haben wir mal eine schöne Portion Schaum. Sehr hübsch. Ich kann einen schenken, ha? Wahnsinn. Oh, und da das ganze Jahr, wir haben gehört, ein Südtiroler Markenprodukt ist. Da oben steht ja nur Europäische Bio-Union drauf. Mir egal. Und das ist Freustand, da Südtiroler Markenprodukt. Ich liebe Schaum. Als Kind habe ich das immer so gemacht, dass ich mir, bei meiner Oma gab es immer Malzbier, Kinderbier. Und das habe ich immer von ganz oben ganz langsam eingegossen, dass ich so viel Schaum wie möglich hatte. So, und das probieren wir jetzt. Prohost! Wo bist du denn? Wunderschöner Schaum. Sahniger Schaum. Schöner Schaum, anhaltender Schaum. Tipptopp. Und schon im Aroma. Wenn man es weiß allerdings, riecht man Ingwer und Lemongras. Unfiltriert und ganz trüb. Ich kann euch gar nicht sehen. Also,
leicht süffig, bisschen hopfig, so hinten nach vor allem eine ganz leichte Bitternote, eine schöne Ingwernote, ganz dezent und auch mehr hinten nach, so im Nachhall, sehr schön erfrischend. Lemongrass, weiß ich nicht, ja. Der Ingwer ist auf jeden Fall stark. Der Ingwer ist schon sehr präsent. Der ist also nicht aber scharf. Nicht scharf oder so, sondern er ist einfach da. Schön prickelnd, feine Kohlensäure, ganz feinperlig. Genau, sehr angenehm. Feines Sommerbier. Oh, das passt perfekt zum Wetter. Das passt perfekt. Ich ziehe das Bier magisch an. Oder das Bier mich. Magnetisch. Ganz tolle Gläser haben wir gekauft. Ich habe nämlich von jedem Bierglas im Schrank nur ein einziges Exemplar. Das stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehmen wir doch da. Und dann habe ich noch so ein Maßkrug in Mini als Schnapsglas. Das ist so lustig. Haben wir gekauft. Sieht man wieder. Jede Wirtshausbrauerei hat ihr ganz eigenes Bier, ihr besonderes Rezept und ihr Ritual. Da bestimmt der Hausbraumeister das raffinierte Zusammenspiel von Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Denn das Aha-Bier ist unfiltriert und naturbelassen. So werden Vitamine, Fermente und Aromen erhalten. Denn gerade diese geben dem Bier seinen unverwechselbaren Charakter. Nur die allerbesten Produkte, natürlich verarbeitet für ein frisch gezapftes. Unsere Biere werden alle ausschließlich aus Rohstoffen von biologischem Anbau hergestellt. Ach, guck, was da steht. Mit Liebe zur handwerklichen Zunft, mit Leidenschaft gebraut. Ja, Kraftbier. Ah ja,